So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Das ist der Ramses. Das ist die Genaya, guckst du dir an. Die ist jetzt extra vorbeigekommen, weil die den Scorpion Burger mit scharfen Skorpion testen wollte. Hat sie gesagt. Das ist was? Das ist Rosé, das ist rot. Ich bin rot. Was ist das denn? Willst du das da reinstellen? Bist du ja verrückt? Stell's mal lieber auf den Boden. So, jetzt kommt noch der Weise. So, also, Genaya wollte den Skorpion-Burger testen, deswegen ist sie zum C-Day vorbeigekommen. Das ist der C-Day, das streamen wir eigentlich gerade. Jetzt sind wir an dem Laden vorbeigekommen, weil es arschkalt ist und haben gedacht, wir nehmen uns schnell einen Glühwein mit für unterwegs. Pupsi fragt Rosé, Rot-Weiß. Ich habe gesagt, nimm alle drei. Genaya nimmt den Weißen. Pupsi nimmt den Rosé. Der sieht sehr schön aus. Der sieht aus wie Kaffee von hier oben. Ich habe den roten. So. Nee, das passt. So, hier, Prost. Kann man eh nicht trinken, weil es zu heiß ist. Prost. Sie hat gesagt, sie hat nur auf 70 Grad gemacht. 70? Aber als ob man 70 Grad so trinken kann. Wir suchen jetzt den Skorpion-Burger, der angeblich jetzt nicht 1 Million, sondern 2 Millionen Scoville hat, weil die jetzt eine andere Soße haben. Genaya wollte den eh mal testen, jetzt testen wir den mal mit ihr zusammen und ja, was wir auf dem Weg dahin noch erleben, muss ich dann euch auch noch gleich zeigen. So, jetzt natürlich ein Malheur passiert. Ich wollte kurz meinen Glühwein da abstellen. Jetzt ist natürlich der Becher da reingefallen, ist weg. Guck, Becher hat sich komplett aufgelöst. Nee, den habe ich dann, den Rest habe ich ausgetrunken und dann weggeschmissen in diesen Mülleimer und den muss ich euch auch zeigen, weil Meiningen ist so eine verrückte Stadt. Guck mal, was sie hier basteln. Das ist Kunst. Das wird woanders ausgestellt, da musst du Eintritt bezahlen, vor allem noch mit der Dose da drin von der VR Bank. Seit wann macht VR Bank Energy Drinks? Was ist das? Wo kriegst du das her? Ein ISO Red Berry, wahrscheinlich haben das die VR Bank Mitarbeiter selber genau so gemacht. Vielleicht war der Jobmesser. Hallo Jenna. Hi. So, ihr kennt das Spielchen, denn das ist Meiningen. Wenn du Bock hast auf Eisbaden, kommst du vorbei, ist schon Wasser drin, ist schon Eis drin, ist schon Badewanne. Genaya, die ist ja so eine Eisbaderin. Ja, wann warst du das letzte Mal Eisbaden? Ich glaube vor 3 Wochen. Vor 3 Wochen? Ja. Na dann wird's Zeit, Hose runter, rein da. Wir laufen schon mal weiter, ne? Wir holen sie dann wieder ab, wenn wir zurückkommen. Eisbaden. In Meiningen. So, auf dem Weg zum Skorpion Burger sind wir jetzt schon 30 Mal hier an diesem Laden vorbeigekommen. Das ist das Steam Angel. Ich kenne das Steam Brew, das ist das Steam Angel Meiningen, der E-Zigaretten-Fachhändler aus Meiningen. Dann läufst du hier vorbei und siehst schon so ein Schild mit dem Hotchip, dass sie einen Hotchip hatten, der zurückgerufen wurde, wissen wir ja. Aber dann siehst du dieses fette Regal, sieht aus wie der Hintergrund bei Biangas Jugendzimmer, denn hier hast du lauter verschiedene Süßigkeiten drin aus dem asiatischen Raum. Hier hast du sogar Samyang Bulldog Nudeln. Die Three Spicy Samyang Bulldog. Du hast hier oben die Calypso Eistees oder Limonaden. Hier sind Limonaden. Die Calypso Limonaden, die Genaya mal getestet hat. Hier hast du Takis. Takis, die Blue Heat. Du hast die Dragon Sweet Chili, die beste Sorte von allen. Also, die ich war. Hier unten gibt es noch Hot Chip Jelly. Ach, das ist doch Rotz. Das muss doch. Da riecht doch schon wieder Sprechreiz. So, jetzt sind wir angekommen beim Istanbul Grill. Da sieht es so aus: Istanbul Grill. Und da gibt es den Skorpion Burger. Ich weiß gar nicht, ob der hier auf der Karte mitsteht. Ach doch, hier, genau. Skorpion Burger. Den gibt es nämlich einzeln im Menü. Oder halt als XXL, aber der hat ja, wenn der einzeln ist, schon 2 Scheiben Fleisch drauf mit je 125 Gramm und XXL hat er 180 Gramm Scheiben drauf, aber halt auch 2 Stück. Einzeln, Menü und so weiter. Jetzt ist das Ding, wir waren hier, ich habe den probiert, es hieß, der hat 1 Million Scoville. Ich habe den richtig gut essen können, der hat richtig gut geschmeckt, der war mega köstlich, dann wollte ich unbedingt einen Hannes. Den mal probieren lassen, dann haben wir den bestellt. Hannes hat auch gesagt, mega lecker, richtig guter Burger. Jetzt hat irgendwie der Besitzer gewechselt oder das Team hat gewechselt und alles andere. Und jetzt letztens hieß es, es ist keine Soße da. Jetzt haben sie wieder Soße und die Soße sieht auf einmal komplett anders aus. Und jetzt hieß es, die hat 2 Millionen Scoville. Und das ist eine ganz andere Soße. Deswegen wollte die Genaya den sowieso mal probieren und wir gehen jetzt rein, gucken mal, wie die schmeckt. 2 Millionen Scoville Soße Skorpion Burger. Nochmal das Remake. Da sitzt die Genaya, die möchte den Kampf aufnehmen. Da sitzt Pupsi, die hat den Kampf schon verloren. Guck. Und da ist Jonas. Jonas, was machst du denn schon wieder?
Nein, Pupsi hat jetzt auch einen Skorpion-Burger genommen, weil sie gesagt hat, komm, ich lebe nur einmal. Deswegen hier einmal Prost. Mit Elvis, Prost, mit Cola und ja. Immer wenn der Fahrer da ist, gibt es kein Bier. Wenn der Fahrer nicht da ist, gibt es Bier. Und deswegen Prost auf den Fahrer. So, der Burger ist jetzt angekommen. Der sieht so aus. Das sieht richtig gut aus, oder? Da ist auch der Giant oben mit drin. Die Shania möchte den ja auch testen. Die hat jetzt hier ihr ganzes Equipment aufgebaut. Da sitzt ja, die Shania, da ist die Kamera. Bei Pupsi fällt auf, sie hat ein Menü. Hier noch einen ganz anderen, eine ganz andere Platte, wo das drauf ist, noch mit Pommes dabei. Guckt er das an hier und da steht Catch the Giant. Ne? Dir jetzt erstmal guten Hunger. Danke. Jetzt will ich mal hier rüberlaufen und aus der Perspektive gucken, wie das dann aussieht. So sieht das aus, wenn die Shania arbeitet. Guckt dir das an. Dann guten Appetit und viel Erfolg. Nochmal kurz für euch. Shania hat gerade gesagt, der ist gut scharf. Ja? Sie hat gerade probiert, hat gleich mit der Hand gewedelt und so, hat gesagt, boah, die sollen Milch verkaufen. Also das sieht nicht gut aus. Da bin ich jetzt wirklich mal gespannt. Es ist ja, wie gesagt, jetzt eine andere Soße. Und die soll nicht eins, sondern zwei haben. Da warte ich jetzt einiges. So, wenn wir natürlich auch mal reinbeißen, wenn die anderen mir schon so einen Appetit machen, gucken wir fürs Thumbnail nochmal hier. Dass man genau sieht, dass er jetzt hier drauf liegt. Also die Pommes in dem Menü sind auch richtig genial. Schön kross, schön salzig, schön gäh, alles dabei. Und jetzt beißen wir mal rein. Erster Biss. Also das Fleisch ist wieder richtig schön saftig. Du merkst eine richtig gute Schärfe, die da ist. Gut scharf, ja, jetzt weiß ich genau, gut scharf, was gut scharf heißt. Für mich sind das trotzdem keine 2 Millionen. Das sind auch keine 1 Million. Ist mal mehr. Aber das ist trotzdem übelst genial und übelst lecker. Klar baut sich das auf, je mehr man isst. Deswegen beißt man nochmal rein. Also es verteilt sich schön im Mund, die Schärfe, du merkst überall was, das ist auf jeden Fall richtig toll. Das heißt, das ist mein Lieblingsburger, wenn ich hier essen gehe, muss ich wahrscheinlich jetzt immer den nehmen. Wir müssen natürlich noch mal reinbeißen, denn wir wollen ja, dass es sich noch mehr ausbreitet. So, Pupsi hat ja gesagt, ja, was heißt hier nicht scharf oder was, beiß doch nochmal ab, beiß doch nochmal ab. Jetzt haben wir den ganzen Burger gegessen. Ihr habt gesehen vielleicht, der hat auch noch gedampft, das heißt, er war auch noch richtig schön warm. Durch die Wärme wird natürlich die Schärfe angereizt, angeheizt, gereizt, alles gleichzeitig. Mir tropft jetzt die Nase, also die Nase läuft ein bisschen, das ist immer ein gutes Zeichen. Wenn du was isst und hast gar keine Reaktion, dann ist das total doof. Aber wenn was scharf sein soll, dir drehen die Augen oder dir tropft die Nase oder irgendwas. Bei mir ist es jetzt hauptsächlich die Nase. Das ist ein gutes Zeichen. Das heißt, das Ding hat auf jeden Fall was zu bieten.
Ich fand es jetzt nicht eine Herausforderung, aber ich fand es ein Genuss. Also ich habe schon schärfere Dinge gegessen, aber ich finde, der für jemanden, der nicht normal scharf isst, ist das eine Herausforderung. Ich glaube, Pupsi hat jetzt die Hälfte noch drauf liegen. Bestimmt nicht, oder? Wegen Jonas? Ich dachte, weil Jonas aus dem Wagen wollte, hat es aufgehört. Aber euch wollte ich es jetzt verkaufen. Sie hat nach der Hälfte aufgegeben. Aber ist Quatsch. Jetzt sagt sie, sie isst die andere Hälfte dann auch noch. So, dann ist er ja auch abgekühlt, dann ist er nicht mehr so heiß. Jetzt habe ich gar nicht die Pommes mit dazu gegessen, wo sie gesagt hat, ganz ruhig mitnehmen. Er kam mir jetzt aber auf jeden Fall schärfer vor als da, wo ich ihn das erste Mal probiert habe, als da, wo ich ihn mit Hannes probiert habe. Aber das ist genial, weil er hat damals schon richtig gut geschmeckt und er schmeckt jetzt immer noch verdammt gut und ist jetzt nochmal schärfer. Das ist einfach ein richtig genialer Burger. Also wenn ihr mal hier seid, Meiningen, Istanbul Grill, irgendwas, geht mal her, probiert mal den Skorpion Burger. Jeder, der vorbeikommen will, geht mal her. Zwängt euch da mal durch, wenn ihr gerne Burger esst, wenn ihr gerne scharf esst. Ich finde es ein Highlight immer wieder, würde ich auch immer wieder essen. Es war keine Herausforderung, es war ein Genuss und das sagt alles. Ich habe schon Schärferes gegessen, aber jemand, der nicht scharf isst, der wird da vielleicht seinen Meister schon drin finden. So. Das war's von meiner Seite aus. Die Shinaya hat gesagt, oh, es schmeckt so gut, ne? Pupsi hat gesagt, oh, es ist so lecker. Jonas hat gesagt, da. Und deswegen trinke ich jetzt einen Schluck Effes auf den tollen Burger. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses. So, wir sind jetzt fertig mit Essen. Und ich muss noch mal kurz das Outro sprechen. Boah. Letztens hat Hannes ja den Skorpion-Burger in XXL gehabt mit 2x180 Gramm Fleisch. Ich hatte den normalen mit 2x125 Gramm. Ich war froh, denn irgendwie durch die zwei Scheiben Fleisch ist man sowieso immer satt und fett, wenn man den gegessen hat. Kurzer Einspieler für euch. Guckt mal, da ist so eine Kirche, da ist so ein Berg und da rutschen die ganze Zeit die Leute hier rum. Das ist übelst brutal. Also wenn ihr mal in Meiningen seid, Englischer Garten, kommt mal her, rutscht da runter und habt ganz viel Spaß. Das ist auf jeden Fall richtig cool. Nee, aber was ich sagen wollte, wir haben so aufgegessen und mir war dann schon richtig, ich habe schon richtig gemerkt, boah, der Magen ist voll, da geht gar nichts mehr. Und dann musste ich von Sandra noch den Rest essen, weil sie es dann nicht geschafft hat, weil es zu viel war auch. Und dann kommt der. Dann sagt er ja, das waren ja auch die XXL. Und ich denke, oh, ich wollte nämlich bezahlen. Dann musste ich plötzlich mehr bezahlen. Und dann wusste ich, woher jetzt die Magenkrämpfe kommen. Aber es war wirklich saulecker. Haben alle gesagt, richtig gut. Und ja, eigentlich habe ich das Outro nur gefilmt, damit ihr seht, dass die Kinder hier Schlitten fahren. Hallo Pupsi, hallo Jenna. Hallo. So, peace out, Vorhaut. Euer Ramses, beziehungsweise können wir euch hier noch einen Günder zeigen. Das ist, glaube ich, dieses Johannes-Brahms-Denkmal. Dass ihr das auch mal seht. Im Winter zugeschneit. Scheiße! Es ist die Ludwig-Bechstein-Fountain. So, das ist kein Johannes-Brahms. Das ist Ludwig-Bechstein. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.